Mitten im US-Wahlkampf hat der amtierende Präsident Joe Biden Maßnahmen gegen illegale Einwanderung bekannt gegeben. Migranten aus Mexiko, die unberechtigt die Grenze überqueren, sollen von einem Asylverfahren ausgeschlossen und schnell abgeschoben oder zurückgeschickt werden können. Die Republikaner im Kongress hätten ihm keine Wahl gelassen, so Biden am Dienstag in Washington. Seit Monaten blockieren die Republikaner im Senat ein ursprünglich von beiden Parteien getragenes Gesetz, das ähnliche Schritte vorsieht. Nachdem Donald Trump, aktuell Präsidentschaftskandidat für die Republikaner, diese Pläne kritisierte, legten die Republikaner jedoch eine Kehrtwende ein. Die neuen Asylbeschränkungen sollen nicht dauerhaft gelten und erst dann greifen, wenn die durchschnittliche Anzahl der Festnahmen an der Grenze in einer Woche auf mehr als 2.500 pro Tag steigt. Sollten die Festnahmen wieder unter 1.500 pro Tag fallen, werden die Maßnahmen wieder ausgesetzt. Einwanderungs- und Bürgerrechtsgruppen kündigten umgehend Klagen an und werfen Biden vor, sich an Trumps Einwanderungspolitik anzunähern. Migranten an der Grenze zu El Paso im Bundesstaat Texas sagten, es sei schwer, diese Nachricht zu ertragen, jetzt, da sie der Grenze zu den USA bereits so nah seien. Ramon Eduardo aus Venezuela sagte: Es ist unfair. Wie sollen wir wissen, dass das Limit erreicht ist? Sie können ja immer sagen, die 2.500-Grenze ist erreicht und alle müssen zurück. Das ist eine Falle. Fausto Valenzuela aus Ecuador sagte: Ich hoffe, dass Biden sich ein Herz nimmt und seine Maßnahmen zurücknimmt. Ich hoffe, er öffnet sein Herz für alle Migranten, die wir in der Welt sehen und die versuchen, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Eigentlich war Biden 2021 mit dem Versprechen angetreten, Trumps restriktive Einwanderungspolitik rückgängig zu machen. Er sah sich aber mit Rekordzahlen von illegal über die Grenze gelangten Migranten konfrontiert. Einer Umfrage von Mitte Mai zufolge liegt Trump bei der Einwanderungspolitik 17 Prozentpunkte vor Biden.